Wir haben heute ein Date mit Justus Jonas und mit Gru und mit Ben Stiller. Fufis Film und Fernsehen in Serie, der Podcast von FilmTV mit Oliver Rohrbeck heute, denn so heißt der Mann mit der Stimme, die ihr alle kennt und mit der ihr vielleicht sogar jeden Abend einschlaft. Neu im Kino gibt es ihn jetzt mit den Minions zu sehen. Der neue Film fühlt sich erwachsener an als die bisherigen Filme mit den Minions, finde ich zumindest. Was ist dieses Mal anders, Oliver? Das stimmt, das ist ja der zweite Minions-Film und eigentlich ausgekoppelt aus der Ich einfach unverbesserlich-Reihe. Aber der erste war vielleicht noch so ein bisschen versucht, diese Spielerische der Minions zu nehmen, und dann haben sie das ja nach England transportiert. Und jetzt ist eigentlich die Geschichte nochmal besser geworden. Ich finde sowieso, das, was die sich da ausdenken, die Produzenten, seit 2010, ist Gott sei Dank nie schwächer geworden. Also ich mag die ganze Reihe total und stehe dort richtig hinter und mag das. Und ich finde den Film jetzt, dass man sagt, wir gehen mal in die Zeit davor. Wie sind die Minions eigentlich zu Gru gekommen? Wie hat sich das verbunden? Und dann er als Kind schon. Ich fand die Idee super. Das hat mir einen Riesenspaß gemacht. Jetzt bist du ja quasi Gru. Könntest du dir privat auch so eine Armada Minions um dich herum vorstellen und gebrauchen? Nee. Da hätte ich, glaube ich, große Schwierigkeiten mit. Also das könnte ich mir jetzt überhaupt nicht vorstellen. Das wäre mir zu wuselig. Ich habe auch gern mal meine Zeit allein. Und es wäre natürlich manchmal schön, wenn man sagt, ja, ich möchte jetzt auch so ein Motorrad oder so ein Gefährt wie Gru haben. Könnt ihr mir das bitte zusammenbauen? Und dann wuseln die da los und machen erst alles falsch und sind tollpatschig und so. Aber das finde ich sehr, sehr lustig, aber ich habe dafür, ich könnte das aus meinem Verantwortungsgefühl nicht, die sind bei mir unten in der Höhle, in dem Keller gefangen und wollen alle für mich arbeiten, mir würde gar nicht genug Aufgaben einfallen, was die alles machen sollen. Dieses Mal ist Gru ja Teenager, also so auf der Schwelle, finde ich, von Kind zu Teenager. Habt ihr da mit der Technik nachgeholfen? Weil du bist ja nun ein bisschen vom Teenager-Alter weg, oder ist deine Stimme einfach zeitlos oder du einfach so super? Also es ist von allem vielleicht ein bisschen was. Ich versuche ja so eine Rollen, egal ob das jetzt Gru erwachsen ist oder ein Ben Stiller-Film oder ob das Justus Jonas ist oder jetzt Gru als Jungteenager. Ich versuche das alles schauspielerisch zu lösen und mich in die Rolle hineinzuversetzen. Und wenn ich mir dann sage, okay, Gru habe ich jetzt verinnerlicht und den Akzent habe ich entwickelt, wie der klingen soll. Das war die Vorgabe damals, dass man also einen osteuropäischen Akzent hinbekommt. Dann haben wir uns immer gefragt, was soll ein osteuropäischer Akzent? Jetzt ein R-Rollen einfach nur oder soll es noch mehr sein? Und dann habe ich gedacht, na, ich versuche das mal wie die beiden boxenden Brüder, die sagen, Obini, die Luftun. Und dann fehlte mir dabei aber noch was. Und ich habe dann so ein bisschen an Ungarn gedacht oder an Karel Gott und dachte mir, da muss noch so ein bisschen osteuropäische Eleganz rein. Also Obini, die Luftun, wenn wir essen viel Gemüse. Und da kommt dann so ein kleiner Singsang rein, in die Richtung, bisschen Donau-Singsang. Und dann hat für mich der Akzent gestimmt, den habe ich jetzt drin. Jetzt muss ich also einen 12-Jährigen oder 14-Jährigen sprechen, der schon große Verbrecherambitionen hat, aber dann versuche ihn sich reinzuversetzen. Der hat ja eine andere Auffassungsgabe als ein erwachsener Gru, der schon ein bisschen was vom Leben gekostet hat. Und dann ist der Junge so und sagt, was ist das hier für großer Raum? Warum sind hier überall Stuckdecken? Und dann klingt da plötzlich schon wieder noch eine Nummer jünger, weil ich mich da versuche hineinzuversetzen in diesen Jungen. Und dann haben sie auch, glaube ich, auf jeden Fall ganz klein bisschen was haben sie auch reingepitcht noch oder die Stimme dann gepitcht, damit es noch ein bisschen jünger klingt. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall so. Man hört jetzt schon, du kannst total in die Rolle des Gru sofort reinspringen. Liegt das jetzt daran, dass du dich gerade mit dem Film beschäftigst, oder geht dir das eigentlich mit all deinen bekannten Rollen so? Also kannst du jetzt sofort irgendwie den Duktus von Justus Jonas übernehmen und Ben Stiller und so und kannst so eine Pizza bestellen? Geht das? Also ich kann das auf jeden Fall von Gru und Justus Jonas. Bei Ben Stiller, der hat mir zu unterschiedliche Rollen gemacht. Also der ist dann mal der Nerdige gewesen mit Verrückt nach Mary. Dann hat er aber auch seine Arthouse-Filme gemacht, jetzt zuletzt, also ist ja auch schon wieder ewig her, da den in Island, den Film, wo er mal ernsthafter war. Und da wüsste ich jetzt nicht, wie ich mich als Ben Stiller
erkennbar machen sollte. Also das würde mir schwerer fallen, weil der einfach so unterschiedliche Rollen gespielt hat. Aber jetzt gerade bei diesen Kunstfiguren wie Justus Jonas und Gru, das macht mir einfach auch Spaß, ehrlich gesagt, dann mal ganz kurz in so einen Akzent zu verfallen. Das ist, das mag ich schon sehr gerne. Wenn dich jemand erkennt an der Stimme, dann ist meine Erfahrung, dass sie immer sagen, ey, das ist doch Justus Jonas, das ist die Stimme von Justus Jonas. Ist das für dich eine Ehre oder eine Bürde, dass du so viel Justus Jonas bist? Das ist eine Ehre. Ich bin ganz stolz darauf, was wir mit diesen Hörspielen erreicht haben. Bei 55 Millionen Tonträgern und in allen Streaming-Plattformen, wenn eine neue Folge rauskommt, sind wir immer ganz oben mit dabei in den Charts. Und man löst so viel Faszination aus, wenn die einen erkennen und auf der Straße, ich höre dich mein Leben lang, ich schlafe immer noch ein und höre mir das zum Einschlafen an und so, die sind fasziniert und dass wir in der Waldbühne vor 20.000 dann auftreten dürfen mit einem Hörspiel und einem Geräuschemacher und anderen Schauspielern, das ist, ich finde, wir haben mit den drei Fragezeichen und auch, aber auch mit den Filmen, die ich hier sprechen darf, ich habe so viel in der Kategorie der Stimmschauspielerei alles ausgeschöpft, was geht bisher und freue mich einfach auf das weitere Leben, um zu sehen, was noch alles kommt, ehrlich gesagt. Ich finde das mit dem Einschlafen übrigens total faszinierend, weil eigentlich sind es ja Thriller für Jugendliche und Kinder, die da abgespielt werden und trotzdem benutzen es Menschen zum Einschlafen. Also musst du ja so beruhigend klingen wie Mutti, wenn man es so genau nimmt, ne? Ich finde das total abgefahren. Also das Grundgefühl bei denen muss ja sein, egal, ich kann jetzt einschlafen, die werden den Fall schon lösen und das Gute siegt immer. Genau. Durch die Hörspiele ist ja auch für dich persönlich jetzt so richtig schön dokumentiert über Tonbandkassetten, wenn du sie zu Hause alle hinstellen möchtest, wie du erwachsen geworden bist. Wie fühlt sich das für dich an, wenn du mal so ein altes Hörspiel hörst oder eine alte Synchro, wo du ein Kind warst? Ja, das ist weit weg dann. Also wenn ich dann jetzt mal in den alten Pinocchio-Film reinhöre, da klang ich natürlich anders, aber immer schon trotzdem verbindend und wiedererkennend. Also ich höre mich da immer noch raus, das stimmt. Nicht so, dass mir das komplett fremd vorkommt. Aber es klingt natürlich total anders. Und manche sagen dann immer, naja, eure Stimmen haben sich ja überhaupt nicht verändert. Das stimmt natürlich nicht, die haben sich total verändert. Ich finde aber deine allerdings tatsächlich von den drei Fragezeichen am wenigsten. Wenn ich mir die ganz frühen Folgen anhöre, kann ich dich immer erkennen. Und übrigens, meine erste Erinnerung an deine Stimme ist der Satz, ich will Feuerwehrmann werden. Kannst du dich an den Satz auch erinnern? Natürlich, ich kann mich sogar noch an die Aufnahmen mit Arnold Marquis erinnern. Das weiß ich noch ganz lebhaft, als wir immer im Studio waren und er Fume und ich Grisou war. Das hat weiß gar nicht mehr, wer da Synchronregie geführt hat und gesagt, na, versuch mal noch mehr jetzt. Jetzt muss ich schon wieder sagen, ich will Feuerwehrmann werden. Ja, und voller Begeisterung. Und da habe ich will Feuerwehrmann. Und ja, das hat, weiß ich noch ganz genau, hat Spaß gemacht, das war super. Was war eigentlich der Trigger damals für dich als Kind zu sagen, ich stelle mich in ein Synchronstudio oder ich spreche Hörspiele, anstatt mit deinen Kindern, ich habe keine Ahnung, Fußball zu spielen, also mit deinen Kumpels? Ich habe ja ganz viel Fußball gespielt mit meinen Kumpels. Ich hatte ehrlich gesagt auch eine Menge Freizeit, so kam es mir jedenfalls vor. Denn damals gab es nur drei Sender in den 70ern. Also bei uns in Berlin, erstes, zweites, drittes, so. Und dann konnten wir noch das Ostprogramm gucken, da habe ich Lolek und Bolek und die Olsenbande geguckt. Und ich habe oft synchronisiert, dann kam Carlsson vom Dach und dann kam Grisou und dann kamen die fünf Freunde. Das hat immer Spaß gemacht, weil ich konnte, das ist ja Spielen, ich konnte in eine andere Rolle schlüpfen und spielen. Und im Synchronstudio war es dann auch so, da waren die anderen Kinder auch da und wir haben dann auch da gespielt und sind dem Synchronregisseur auf den Nerv gefallen, weil wir dann Streiche gespielt haben oder während der Aufnahme heimlich reingezischelt haben, ob sie es denn hinten hören oder sowas. Das hat alles einfach Spaß gemacht und auch den Take 10-mal wiederholen war überhaupt kein Problem. Also wir waren nicht genervte Kinder, die dann irgendwann keinen Bock mehr haben und die mussten uns hätscheln, sondern wir hatten alle Bock zum Synchronisieren. Und das war der Trigger. Und dann hatte man eben wieder mal eine Weile Zeit und wurde nicht bestellt und
dann konnte ich ja mit den anderen auf dem Fußballplatz, das habe ich dann auch rege wahrgenommen, ehrlich gesagt. Ich habe mit Lesen erst angefangen, nachdem ich Bundesliga im Vorlesewettbewerb geworden bin. Vorher habe ich keine Bücher gelesen. Krass. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, an dem du dachtest, Junge, das mit den drei Fragezeichen, das wird so viel fetter, als ich jemals gedacht hätte? Nee, hätte ich eigentlich ahnen können, weil gerade 79 erste Folge rausgekommen und dann Anfang der 80er, diese ersten Folgen alle, die waren damals teilweise schon 500.000 Mal verkauft, jede Folge. Und dann kam Bravo an und wollte mit uns einen Bravo-Starschnitt machen. Das haben wir aber abgelehnt, das wollten wir nicht, das war uns zu doof. Und wir hätten es damals schon ahnen können und dann wurde es eigentlich nie weniger der Erfolg der drei Fragezeichen. Er ebbte dann mal so ab und dann gab es den Rechtsstreit so in den 90ern und dann zog es aber eigentlich wieder an. Und jetzt ist es mehr denn je, auch gerade während der Pandemie, es hören jetzt noch viel mehr und es, die Kinder, der, die es damals gehört haben und es ist zieht noch weitere Kreise, ehrlich gesagt. Es ist schwindelerregend und unerklärlich auch für uns. Gefühlt seid ihr drei ja schon ganz lange alterslos. Meinst du, das klappt auch noch, bis ihr irgendwann in Rente geht? Oder muss man da dann die Hörspiele vielleicht ein wenig in Richtung Erwachsenenleben verändern? Das kann ich überhaupt nicht prognostizieren. Es hat ja mittlerweile, dadurch, dass wir diese Bühnenauftritte gemacht haben und jeder sieht, dass wir freuen uns übrigens auf Zürich dann im November. Vor 9.000 Leuten sind wir auch ganz stolz drauf. Der Wahnsinn. Das kann ich schwer prognostizieren, ehrlich gesagt, weil die haben uns jetzt auf der Bühne gesehen, die wissen, wir sind viel zu alt für die Rollen. Mittlerweile hat es ja einen gewissen Charme, dass das dann trotzdem einfach weitergemacht wird. Und die meisten kennen uns auch vom Gesicht her und wissen, wer wir sind. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Absurdität, solange wir dann nicht in so einen Tonfall fallen wie bei Hanni und Nanni, wo zwei Sprecherinnen sind, die aber Achtjährige sprechen und die dann sagen, die versuchen dann acht zu sein. Hanni, müssen wir nicht noch Schularbeiten machen? Also wenn man dann anfängt, wie Kasperle-Theater zu sprechen, dann geht's nicht mehr. Aber wir sprechen es eigentlich relativ erwachsen. Also Andreas Fröhlich hat ja die tiefste Stimme von uns bekommen und der gibt sich überhaupt keine Mühe extra höher zu sprechen oder sowas. Du arbeitest ja auch viel hinter den Kulissen, also führst auch Synchronregie bei Kinofilmen zum Beispiel, also bist du richtiger Vollprofi. Und viele Vollprofis beschweren sich immer wieder, wenn Synchronrollen an Promis und Influencer oder YouTuber so vergeben werden. Stört dich sowas auch? Nicht, wenn die ein Schauspieltalent mitbringen. Ich habe auch schon miterlebt und auch schon Probesprechen geleitet mit Promis, wo sich dann rausstellte, sie können es wirklich auch nicht spielen. Dann hat der Verleih auch gesagt, nee, das können wir dann natürlich nicht machen, nur um den einen Namen jetzt da drin zu haben. Also die müssen auch vorher schon was abliefern. Sei denn, es sind so ganz kleine Rollen und dann muss man, okay, dann muss man es machen. Ich will immer nicht, dass der Film darunter leidet und der Kinozuschauer dann sagt jetzt, ich höre zwar die Stimme von dem und dem raus, aber eigentlich klingt es jetzt so steif und so. Das darf halt nicht passieren. Aber solange jemand da eine gewisse Spielfreudigkeit und ein Talent mitbringt und er vielleicht trotzdem aus einem anderen Genre kommt, wie Podcast oder sonst was, finde ich, kann man das ruhig ausprobieren. Das ist ja meistens nur bei den Animationsfilmen so. Im Realschauspielerbereich wird das seltener verlangt oder immer seltener. Mal zurück zu den Minions. Das Abenteuer, das neue, spielt ja in den 70ern, wo Gru eben noch klein war. Die 70er und dich gab es ja auch schon zusammen. Welche Erinnerungen oder Traumata hast du den 70ern zu verdanken? Gibt es da was bei dir? Ich hatte auf Wunsch meiner Mutter so eine Wiki-Frisur. Ja, Pony. Und das war für mich ein Trauma. Und da habe ich mich ja dann auch erst gelöst und bin dann gleich in die Punkphase reingerutscht. Und eines Tages kam ich nach Hause und hatte kurze abstehende Haare und habe dann einen Schock bei meiner Mutter ausgelöst. Also ich weiß auch noch, Bonanza-Radfahren, das fand ich ehrlich gesagt toll. Sonst habe ich die 70er natürlich mit ihrer bunten Phase komplett ausgenutzt und kann mich so an einige Sachen noch erinnern, an die Autos damals, an das Gefühl und ja, also ich habe das alles mitgenommen. Liebevolle Erinnerung an die 70er sozusagen.
Ja, aber nicht so, dass ich es bewahren möchte und ich auch nicht wieder heiß aufgießen möchte. Also da, so bin ich nicht. Ich gucke nach vorne. Ich bin immer schön und bin gespannt drauf, was in den nächsten Jahren kommt. Also wenn man dich auf der Bühne sieht, den Haarschnitt hast du auf jeden Fall nicht mehr. Nee. Der dritte Film mit Gru ist ja mehr oder weniger ein Crossover, auch mit Ich unverbesserlich. Er ist es jetzt in dem Falle im Titel nicht unverbesserlich, trotzdem ist er es natürlich. In welchen Dingen wärst du privat unverbesserlich? Du bist einfach perfekt, sag's. Haus raus. Nee, kein Mensch ist perfekt, um Gottes Willen. Also ist in vielen Dingen verbesserlich. Ich will noch viele Erfahrungen in meinem Leben machen. Ich bin gerade Opa geworden vor 8 Monaten. Oh. Und ich bin total gespannt drauf, was das alles mit sich bringt. Und fahre meiner Tochter über den Mund und sage ihr, für das erste Laufrad bin ich jetzt aber zuständig nächstes Frühjahr. Und das vielleicht musste ich da... da bin ich vielleicht unverbesserlich und ich freue mich einfach drauf, was alles passiert und kommt noch im Leben. Der neue Minions-Film hat eine Menge Verweise, finde ich. Also zum Beispiel ein cooles Intro im Bond-Style, das vielleicht sogar ein bisschen sexy ist, ohne zu viel verraten zu wollen. Nicht, dass einer von uns beiden bei der Suche was zu melden hätte, aber könntest du dir jemanden vorstellen als den neuen 007? Ich habe ja immer eine Zeit lang, wie heißt der, Christian Bale? Mhm. Mit dem hatte ich gerechnet, aber er ist jetzt, glaube ich, mittlerweile auch zu alt. Ich wüsste es jetzt im Moment nicht, wer es. Habe ich keinen Vorschlag zu machen, ehrlich gesagt, keinen kreativen. Dann musst du es selber machen. ich finde ja übrigens, eine Netflix- oder Disney-Plus-History verrät eine Menge über Menschen. Hast du sowas, also benutzt du sowas? Und wenn ja, was hast du in letzter Zeit begeistert gestreamt? Ich bin ehrlich gesagt ein großer Doku-Gucker und gucke alle möglichen Sachen mit Sir Richard Attenborough und sonst was, so Dokus, Natur-Dokus. Ich habe noch nicht die neueste Staffel von Peaky Blinders geguckt. Die habe ich eigentlich auf dem Zettel, und Stranger Things muss ich jetzt auch mal wieder anfangen und da wieder einsteigen. Und ihr solltet euch den neuen Film mit den Minions im Kino ansehen. Er heißt Minions, auf der Suche nach dem Miniboss, mit Oliver Rohrbeck als Gru im Justus-Jonas-Alter. Ab Donnerstag übrigens im Kino, gelb, witzig, actionreich und tatsächlich, würde ich behaupten, so gut wie noch nie.